Servus miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um das Auto von der Dani. Dani fährt einen 2002er Corolla Kombi. Sie ist gern unauffällig unterwegs, mag für sich selber keine umbauten Autos, schaut sich es aber gern um und gefällt ihr eigentlich auch recht gut, aber für sich selber mag sie es eigentlich nicht. So, jetzt ist es so, dass bei ihrem Corolla sind an die Schwelle Blecharbeiten nötig. So, gut. Und wenn ich jetzt schon an die Schwelle hinten am Radlauf quasi neue Bleche einschweiße, dann muss ich auch beilackieren. Auch klar. Und ich habe mir gedacht, warum nicht einfach mal irgendwas Neues ausprobieren, was ich eigentlich schon lang probieren möchte. Und weil mir das wahnsinnig gut gefällt, sie weiß nichts davon, das ist das Beste. Und es kann jetzt natürlich sein, dass ich mir da einen brutalen Schiefer einziehe bei ihr. Oder dass sie ihr einfach verdammt gut gefällt, so wie mir auch wahrscheinlich dann. Na, jetzt schauen wir mal. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mal in die Werkstatt und dann schneiden wir mal den Rostbefall raus und schweißen den neu ein. Und dann geht es wahrscheinlich am Wochenende drauf weiter mit Lackarbeiten. Aber jetzt erstmal Blecharbeiten. Okay, dann haben wir hier einmal das Eck dazu machen. Ja. Haben wir da ein bisschen Durchrostung unten drin. Und da ein paar Punkte. Und auf der Seite ist es eigentlich schlimmer. Da haben wir auch ein paar Punkte. Da unten mehr Durchrostung und da am Falz auch recht arg betroffen. Gut. Bin ein bisschen aus der Übung, was Blecharbeiten angeht, aber ja, das kriegen wir schon hier, oder? Zweite Seite ist auch drin, sollte für den TÜV sowieso passen und für das, was wir noch vorhaben, ist das auch in Ordnung. Ja, ich würde sagen, ich haue jetzt da noch ein bisschen eine silberne Farbe drauf, dass wir das jetzt bis zur eigentlichen Lackierung, dass es ein bisschen schöner ausschaut und dann geht es weiter. Ich bin sehr gespannt, wie das Endergebnis wird. Also, ich habe jetzt gestern nochmal mit der Dani geredet. Sie weiß immer noch nichts davon. Das Auto wird in diesem Comic-Stil, da kennen wahrscheinlich viele das Stilbruchlack auf Instagram. Mir gefällt das wahnsinnig gut und deswegen möchte ich das probieren. Mich interessiert das, wie das funktioniert, ob das funktioniert, wie viel Arbeit das ist. Der Schuss kann natürlich komplett nach hinten losgehen. Weil ich keine Ahnung habe, wie Dani darauf reagiert. Wir fangen jetzt einmal an. Der Klaus ist halt der Kameramann und hilft mir auch dabei, dass wir das vielleicht auch heute noch durchziehen können, komplett. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es geht. Wir kleben jetzt ab, Schleifer, dann decken wir alles ab und dann wird's ernst. Auto ist jetzt quasi an Ort und Stelle angeschliffen, abgeklebt, mit Folie abdeckt, was nicht lackiert werden soll, weil der wäre nur bis zur Hälfte lackiert. Wenn jetzt jemand sich fragt, warum, ich weiß es selber nicht, wahrscheinlich weil wir zu wenig Zeit haben und das sowieso eine brutale Hauruck-Aktion eigentlich wird oder ist. Und den Rest haben wir auch schon abdeckt mit Folie. Und man merkt halt einfach, wenn man zu zweit ist, geht, da geht halt einfach was. Das ist halt so. Und jetzt kommen wir mal zu den Farben. Ja? Weil der kriegt ja diesen Cartoon-Style, ja, Comic-Style irgendwie. Ne? Und da haben wir jetzt Graffiti-Farben gehabt. Und wir haben jetzt für Sommerfarben entschieden, weil das halt einfach ein bisschen fröhlicher ist. So. Und um diesen Comic-Style natürlich auch hinzukriegen, brauchst du da ja diese Graffiti-Stifte. Genau, und da haben wir jetzt einmal einen in Gelb
Und da haben wir einen in Schwarz. Und da ist auch eine Acrylfarbe drin. Ich habe das Zeug noch nie hergenommen. Ich habe keine Ahnung, wie es sich verarbeiten lässt. Müssen wir mal schauen. Wir werden es gleich erfahren, denke ich mal. Verschiedene Sprühköpfe. Von ganz dünn bis extrem breit. Ja, und ich schätze mal, da werden wir schon irgendwie zurechtkommen. Hoffe ich doch. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und dann der Rest ergibt sich wahrscheinlich beim Machen im Laufe des Sprühens. Gut. Ich muss schauen, dass ich mir die Finger sauber bringen kann, gell? Weil wenn ich heimkomme und ich habe bunte Finger, dann weißt du auch nicht sofort, was los ist. Das ist, lass mich das bitte nicht vergessen, Klaus. Also, bin ich am Arsch. Und so die bin Lösung ich morgen. Jetzt sind schon was. Ja. Aber so bin ich morgen erst am Arsch, weißt du? Und nicht heute schon. Klaus, da ist dabei, wie immer. Ausgestattet wie der Apotheken. Klaus, da ist dabei. So, jetzt haben wir die dünnen Füßen. Mit einem hellen Ton. Schauen wir mal. Falls jetzt jemand fragt, warum wir den weggebaut haben, weil es verdammt nochmal nicht mehr geht. Die scheiß Schnur, die ist so fest groß, bringst du nicht mehr runter. Genauso wie hier die im Griff, wo die Kennzeichenbeleuchtung drin ist. Keine Chance, schaffst du nicht. Das ist 120 Jahre drauf. Es geht leider nicht. Und bevor ich jetzt irgendwas kaputt mache, was eigentlich nicht sein muss, haben wir es halt einfach abgedeckt. Ist halt so. Muss man damit leben. Ist so. Gut, also das Auto ist jetzt soweit mit den Spraydosen fertig. Rechts und links gefällt mir sehr gut. Hinten werden wir sehen, wie es ist, wenn es fertig ist. Müssen wir mal schauen. Es ist jetzt halt leider zu spät, dass man wieder so übermacht. Aber jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt da schon mal den schwarzen Stift aufgemacht. Das ist also ein Acrylstift, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und jetzt werden wir da mal die Kanten nachziehen. Und ich schätze mal, das macht dann die eigentliche Optik dann erst richtig rund. Da bin ich gespannt drauf. Oder du auch, Klaus, gell? Machst du, wie es ist. Ja. Stifte fertig. Also auf der Seite haben wir jetzt einen Schriftzug drauf gemacht. Da steht jetzt ein Pet Food Rescue, weil Dani die rettet quasi Tiernahrung und alles, was mit irgendwelchen Sachen für Haustiere zum Tor hat, was eigentlich weggeschmissen werden darf. Genau. Das macht sie ehrenamtlich, sie verdient da nichts damit, sie verteilt es unter Leute, die das in Deutschland bei uns brauchen. In der näheren Umgebung geht auch viel Weiden auf, aber ich brauche jetzt gar nicht so weit auswählen, ist auf jeden Fall super, was sie da macht und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir da ihr quasi ein Logo so ein bisschen machen in dem Stil und es steht halt jetzt Bailey's Pet Food Rescue drüber, weil das
unserem verstorbenen Hund quasi gewidmet wird. Das war jetzt so von uns aus so ein Gedanke, genau. Im Endeffekt sind wir fertig. Ich bin auch fix und fertig. Und es gehört jetzt dann auch noch ein Klarlack drauf. Und Klaus, ich glaube, wir kriegen ein zeitliches Problem. Kann vielleicht sein.